Am TSA kannst du 3 verschiedene staatliche und landesgerichtliche Abschlüsse erwerben. Berufskolleg für Gemeindepädagogik, dann aufbauend Fachschule für Gemeindepädagogik und Mission und dann berufsbegleitend das akademische Aufbaustudium mit dem Abschluss des Masters of Theology. Ich heiße Samuel, ich habe das 4-6-12-Programm gemacht und das auch ziemlich wörtlich genommen. Ich habe mich erst für 4 Monate beworben, um eine Auszeit zu machen von meinem eigentlichen Studium, dann aber 2-mal verlängert, erst auf 6 Monate und dann auf 12 Monate, weil es mir hier ja doch ganz gut gefallen hat. Hi, ich bin die Hanna und ich möchte nach meiner Zeit hier in Adelshofen gerne in die Mission gehen. Und jetzt so nach einem Jahr hier im TSA habe ich einfach gemerkt, wie Gott in mir den Wunsch noch viel größer hat werden lassen. Und es wurde deutlich auch im Unterricht und wenn ich mit anderen Leuten hier Zeit verbringe und vor allem auch bei den Gebetsstunden, die wir regelmäßig für Missionare hier haben. Hi, ich bin Timo und was ich sehr schätze am TSA ist die Möglichkeit, hier viele Praktikas zu machen. Anfang des Jahres war ich bei Willow und durfte viel über das Thema Leiterschaft lernen. Vor allem in den Punkten dienende Leiterschaft und Wertschätzung. Hi, ich bin Anni und ich studiere jetzt seit einem Jahr hier in Adelshofen. Was ich in diesem Jahr sehr zu schätzen gelernt habe, ist die Mega-Gemeinschaft, die wir hier haben. Gemeinsame Spieleabende, Spaziergänge oder auch manchmal lange Filmnächte. Und wenn es mal sportlich sein darf, Volleyball oder Fußball. Und bei all dem kann ich meinen Glauben an Gott mit Ihnen teilen. Hi, ich bin Tim und bevor ich hier ans TSA gekommen bin, habe ich mein freiwilliges soziales Jahr hier im Lebenszentrum gemacht und ich wollte lange Zeit nicht in den hauptamtlichen Dienst. Ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, deswegen habe ich mich auch nur für ein Jahr beworben und in diesem ersten Jahr ist mir klar geworden, dass die Ausbildung hier genau das Richtige für mich ist. Am meisten schätze ich, dass hier sehr viel Wert auf den persönlichen Glauben gelegt wird und das ist, denke ich, die wichtigste Basis, das wichtigste Fundament für den späteren Dienst, aber auch fürs spätere Leben. Und es spielt keine Rolle, ob man später Hauptamtlicher wird oder einen ganz normalen Beruf anfängt. Hier wird einem echt vermittelt, dass es sowohl der Kommunität als auch dem Rest der Lebensgemeinschaft ein Anliegen ist, dass wir im persönlichen Glauben wachsen. Hi, ich bin Josh. Ich feiere dieses Studium, weil ein Großteil aus Praktika, aus Freizeiten und aus verschiedenen Jugendkreisen besteht. Dort kann ich die ganze Theorie der Vorlesungen direkt anwenden und lerne dabei, Verantwortung zu übernehmen und andere Menschen zu leiten. Hallo, wir sind die Rödels und vor 3 Jahren haben wir gemeinsam als Ehepaar am TSA begonnen. Wir genießen hier die Möglichkeiten und Freiräume, um als Ehepaar neben dem Studium Zeit füreinander zu haben und außerdem unsere kreativen und musikalischen Gaben auszuleben. Bei uns ist punktgenau Studieren im Mittelpunkt. Mit Tiefgang und anwenderfreundlich, man kann sagen dual, für die Praxis lernen und zu merken, unser Gott ist ein ganz praktischer Gott. Am Punkt deiner Berufung, da treffen wir uns. Da machen wir uns gemeinsam auf den Weg und fragen, was, wie und wo könnte für die Zukunft dein Weg sein?